keep having this dream as of lately. I see a smile and the memory takes me back in time to when your vision filled my eyes. It's the miles I'm running on empty. It's the signs and the wonders you sent me. Praying to all the saints, the secrets I can't find. I've tried almost everything. You're the only, only, only one, you know. You're the only one, you know. I wonder why it won't let go. I can't explain it, I just know. And you'll get used to this, I promise. I'm just being honest, please excuse me if I say. Moin, ihr charmanten Kreuzfahrer, und willkommen zu unserer Schiffstour über die Aida Nova. Ihr seht die Aida Nova gerade hinter mir. Sie ist 337 Meter lang und 42 Meter breit. Sie kommt aus dem Jahre 2018 und wurde in der Meyerwerft in Papenburg, Deutschland gebaut. Wir zeigen euch jetzt die 18 Decks der Aida Nova, soweit sie uns zugänglich waren. Wir zeigen euch nun alle uns zugänglichen Bereiche und versuchen uns von unten nach oben hochzuarbeiten. Anfangen werden wir jeweils, falls möglich, zentral im Theatrium, und von dort an arbeiten wir uns vor in die angrenzenden Bereiche. In einigen Bereichen, wie den Kinder- und Suitenbereichen sowie im Spa, haben wir aus nachvollziehbaren Gründen nicht gefilmt. Da die Decks 3 und 4 lediglich unter anderem das Bordhospital, die Gangway und weitere Kabinen enthalten, beginnen wir unsere Schiffstour auf Deck 5. Wir beginnen direkt mit dem Marktrestaurant, eines der 5 Buffet-Restaurants an Bord der Aida Nova. Um diese 5 Buffet-Restaurants thematisch zusammenzufassen, zeigen wir sie euch hier einmal direkt nacheinander. Das zweite der 5 Buffet-Restaurants ist das Belladonna-Restaurant und befindet sich auf Deck 6. Wie der Name schon vermuten lässt, sind Pasta-Fans und generell Fans der italienischen Küche hier genau richtig. Weiter geht es ebenfalls auf Deck 6 mit dem East-Restaurant. Dies ist ebenfalls eines der 5 Buffet-Restaurants an Bord der Aida Nova. Das East Restaurant bietet eine insgesamt eher asiatische Atmosphäre. Weiter geht es mit dem vierten der 5 Buffet-Restaurants, mit dem Yacht Club Restaurant. Dieses ist auf Deck 7 zu finden. Das Restaurant bietet eine maritime Atmosphäre und man gelangt durch das Restaurant auch direkt zur Lanai Bar am Heck des Schiffes. Last but not least befindet sich auf Deck 16 das Fuego Buffet-Restaurant. Dies ist das 5. der 5 Buffet-Restaurants an Bord der Aida Nova. Die Öffnungszeiten des Fuego-Restaurants weichen ein bisschen von den anderen Buffet-Restaurants ab. Auf unserer Reise hatte es am Nachmittag durchgehend geöffnet. Außerdem gibt es hier ein Kinderbuffet und eine Babyecke mit Babynahrung. Wir zeigen euch nun mal eine willkürliche Auswahl der Speisen in den verschiedenen Buffet-Restaurants, damit ihr euch einen Überblick verschaffen könnt. Kaffee, Tee und Softdrinks gibt es natürlich ebenfalls in den Buffet-Restaurants, teilweise aufpreispflichtig oder mit Getränkepaket. Bier und Tischwein sind hier jedoch mittags und abends inklusive.
Weiter geht es nun auf Deck 6 und wir starten direkt einmal mit dem Herzen des Schiffes, mit dem Theatrium. Das Theatrium erstreckt sich über die Decks 6, 7 und 8. Im Theatrium finden verschiedene Shows statt, von Gastkünstlern, Lektoren oder auch die tägliche Primetime. Die Shows können auch über die Bildschirme angesehen werden. Auf Deck 6 im Theatrium befindet sich die Nova Bar. An der Nova Bar können morgens bereits Getränke für den Landgang erworben werden. Des Weiteren befindet sich auf Deck 6 in einem weißbläulichen Ambiente die Rossini Bar. Die Rossini Bar befindet sich auch direkt vor dem Eingang zum Rossini Restaurant. Im Rossini Restaurant sind sowohl die Speisen als auch die Getränke aufpreispflichtig. Natürlich befinden sich an Bord der Aida Nova auch diverse Shops. Diese sind auf den Decks 6 und 8 verteilt und sind beispielsweise der Kiosk, der Bordshop, der Juwelier oder die Parfümerie. Und die Auswahl ist riesig. Also falls ihr doch irgendetwas zu Hause vergessen haben solltet, werdet ihr hier sicherlich fündig. Auf Deck 6 befindet sich außerdem die Art Gallery. Durchquert man die Art Gallery, so gelangt man zur gemütlichen Art Bar. Hier kann man einen Drink mit tollem Blick aufs Meer genießen. Weiter geht es auf Deck 6 mit dem Studio X, einem kleinen Fernsehstudio bzw. Theater. Hier finden verschiedene Quizformate statt, die ihr auch über das Bordfernsehen verfolgen könnt. Natürlich gibt es an Bord auch ein Fotostudio. Auf Deck 6 findet man ebenfalls die Rezeption. Außerdem gibt es hier noch den Schalter der Fernweh-Experten. Einen weiteren Schalter der Fernweh-Experten gibt es auch noch auf Deck 7. Den asiatischen Bereich von Deck 6 haben wir mit dem East Buffet Restaurant ja bereits einmal angeschnitten. Weiter geht es jetzt mit dem Sushi-Haus und der Sushi-Bar. Im Sushi-Haus fallen Extrakosten für Speisen und Getränke an. Fortgeführt wird das Ganze durch den Teppanyaki Asia Grill. Auch im Teppanyaki zahlt man für die Getränke und Speisen einen Aufpreis. Ebenfalls im asiatischen Bereich zu finden ist die Tokyo Bar. Uns gefällt das Farbkonzept hier sehr gut. Es ist eine tolle Bar für ein Aperitif vor dem Abendessen. Nun bewegen wir uns schon von Deck 6 auf Deck 7. Wieder im Theatrium angefangen, haben wir hier auf Deck 7 die Loge 7 Bar. Außerdem gibt es hier noch das Time Machine Restaurant. Zudem gibt es hier den Mystery Room.
Und hier sind wir nun an unserem Lieblingsort an Bord der AIDA Nova. Das hier ist ein kleines Promenadendeck auf Deck 7. Das gibt es sowohl auf Steuerbord- als auch auf Backbordseite. Auf der einen Seite ist das Rauchen erlaubt, auf der anderen Seite ist das Rauchen verboten. Die Türen zu diesem Deck sind nicht ausgeschildert und etwas versteckt und wir zeigen sie euch einmal in diesem Video. Weiter auf Deck 7 geht es mit dem AIDA Fanshop. Egal, ob ihr ein Andenken von der Reise benötigt oder ein Mitbringsel für Freunde und Bekannte, hier werdet ihr auf jeden Fall fündig. Und auch die Stofftiere der AIDA Clovis gibt es hier. Ein weiteres Restaurant auf Deck 7 ist das Best Burger at Sea. Das Best Burger at Sea ist ebenfalls eines der Spezialitätenrestaurants, das heißt, ihr zahlt hier die Getränke. Ein Casino inklusive Casino-Bar sind auf Deck 7 ebenfalls vorhanden. Die kulinarische Reise auf Deck 7 geht weiter mit dem French Kiss, und zwar zunächst mit der French Kiss Bar. Direkt angrenzend befindet sich die Brasserie des French Kiss. Hier gibt es, wie der Name schon sagt, französische Küche. Auch das French Kiss ist eines der Spezialitätenrestaurants, also zahlt ihr auch hier die Getränke. Es hat nicht nur zum Abendessen geöffnet, sondern auch ein entspanntes Frühstück ist hier möglich und nachmittags gibt es Kaffee und leckeren Kuchen. Im weiteren Verlauf von Deck 7 findet man das Oceans Fischrestaurant. Auch das Oceans ist ein Spezialitätenrestaurant, wo die Getränke aufpreispflichtig sind. Neben den à la carte Gerichten könnt ihr euch am großen Buffet mit Salat, Häppchen und Dessertvariationen bedienen. Ebenfalls noch auf Deck 7 ist die Rockbox Bar. Der Club auf der AIDA Nova heißt The Cube und befindet sich ebenfalls auf Deck 7. Fortgeführt wird das Ganze auf Deck 7 mit dem veganen Restaurant. Dieses hat zum Frühstück und zum Abendessen geöffnet und ist eines der aufpreisigen à la carte Restaurants. Zentral im Schiff, ebenfalls auf Deck 7, befindet sich der Bereich für Streetfood. Hier gibt es zum einen den Döner Kebab. Zum anderen gibt es hier die scharfe Ecke für Currywurst. Der dritte Part des Streetfood-Bereiches nennt sich Brot und Stulle und bietet unter anderem Sandwiches. Hier könnt ihr bereits um 6 Uhr morgens frühstücken. Das Lanai-Deck und die Lanai-Bar befinden sich auf Deck 7. Die Lanai-Bar ist auf Deck 7 ganz hinten direkt über der Heckwelle zu finden. Ein heißer Tipp für alle Frühaufsteher, hier gibt es morgens den ersten Kaffee an Bord.
Weiter geht es nun von Deck 7 auf Deck 8 und wir starten wieder im Theatrium am Café Mare. Hier gibt es übrigens echten Starbucks-Kaffee. Angrenzend befindet sich auf Deck 8 die Vinothek. Die Vinothek ist übrigens die perfekte Bar für alle Weinliebhaber bzw. die, die es noch werden wollen. Ebenfalls auf Deck 8 die gemütliche Hemingway Lounge. Deck 8 bietet außerdem einen Ausflugsschalter. Weiter geht es nun mit dem Body- und Soul-Bereich auf der AIDA Nova. Hier gibt es unter anderem den Spa-Bereich, in dem wir, wie erwähnt, nicht gefilmt haben, und außerdem natürlich den Sportbereich. Hier sind jede Menge Ausdauergeräte, aber auch Krafttrainingsgeräte sowie Kurzhanteln vorhanden. Der Sportbereich verfügt zudem über Kursräume sowie über einen Außenbereich. Ein Friseur und ein Nail-Spa gibt es ebenfalls auf Deck 8. Weiter geht es auf Deck 8 mit dem Brauhaus inklusive dessen Außenbereich. Auch das Brauhaus ist eines der Spezialitätenrestaurants, wo ihr die Getränke zusätzlich zahlen müsst. Und es gibt hier nicht nur frisch gebrautes Bier, sondern auch herzhafte Speisen. Unsere Favoriten sind das Brathähnchen zum Mittagessen und die Haxe zum Abendessen. Das Steakhouse an Bord der AIDA Nova heißt Churrascheria und findet sich ebenfalls auf Deck 8. Es handelt sich hierbei um ein à la carte Restaurant, das heißt sowohl für die Speisen als auch für die Getränke ist ein Aufpreis fällig. Neben dem Abendessen hat die Churrascheria auch zum Frühstück geöffnet. Was natürlich nicht fehlen darf, ist die Eisbar. Diese ist ebenfalls auf Deck 8 zu finden. Diese verfügt zusätzlich auch über einen Außenbereich. Nachmittags wird in der Eisbar nicht nur Eis, sondern auch eine große Auswahl an Kuchen angeboten. Weiter geht es für uns auf Deck 8 mit dem Ristorante Casanova. Gehobene italienische Küche wird in diesem Spezialitätenrestaurant geboten, also hier sind auch wieder die Getränke aufpreispflichtig. Unsere Empfehlung ist die Parmesansuppe. Im Außenbereich von Deck 8 befindet sich außerdem der Barbecue Grill. Hier gibt es zudem noch eine kleine Minigolfanlage. Deck 8 verfügt generell über ein fast rund um das Schiff gehendes Außendeck mit diversen Sonnenbereichen. Auf den Decks 5, 10 und 14 gibt es auf der AIDA Nova außerdem Waschsalons.
Auf den Decks 9 bis 15 finden sich fast ausschließlich Passagierkabinen, wodurch wir jetzt auf Deck 16 fortfahren werden. Auf unserem Kanal findet ihr übrigens auch ein Video mit einer Präsentation einer Standard-Balkonkabine. Auf den Decks 16 und 17 befindet sich der große Bereich des Four Elements. Hier gibt es neben diversen Kinderbereichen auch einen sehr großen Kletterpark. Die Bar im Four Elements nennt sich Fünftes Element. Das Four Elements verfügt außerdem über einen großen Außenbereich hinten am Schiff. Der Beach Club an Bord der AIDA Nova erstreckt sich über die Decks 16 und 17. Hier kommt auch bei kühlem Wetter ein bisschen Sommergefühl auf. Im Beach Club befindet sich die AIDA Bar. Für Spaß und Spiel an Bord sorgt das Game Center auf Deck 16. Für die kleinen und ganz kleinen Gäste an Bord gibt es den Kids Club und den Mini Club auf Deck 16. Für die etwas älteren Kinder gibt es hier den Wave Club. Kommen wir endlich nach ganz oben auf das Deck des Schiffes. Auf den Decks 17 und 18 sowie auf Deck 16 hinten gibt es das große Außensonnendeck. Hier gibt es auch diverse Pools und Whirlpools. Außerdem gibt es hier natürlich das obligatorische Shuffleboard. Weiter geht es nun auf Deck 17 und wir starten mit der AIDA Lounge. Dies ist der Bereich, der den Suitengästen vorbehalten ist. Von Deck 20 runter bis auf Deck 17 schlängeln sich diverse Wasserrutschen. Weiter geht es mit Deck 18 und hier starten wir direkt mal mit der Poolbar. Ferner gibt es auf Deck 18 noch das große Sportdeck und eine Laufstrecke. Last but not least und auf jeden Fall einer der Bereiche, in dem wir nicht gefilmt haben, ist der FKK-Bereich auf Deck 19. Und das war auch schon unser Schiffsrundgang über die AIDA Nova. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Lasst uns gerne ein Like da und erzählt uns in den Kommentaren, ob das Schiff auch etwas für euch ist. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, holt das gerne nach und bis zum nächsten Mal.